Netzwerk aufbauen. Ich glaube, das ist nicht so großartig unterschiedlich. Natürlich ist es ein technisches Netzwerk, aber am besten ist es, wenn man sich dann orientiert an menschlichen Netzwerken. Auch da geht es darum, dass man zunächst Kontakte zu denen aufnimmt, die man schon kennt, wo man als allererstes in den Kontakt kommt und relevant, das dann als Frage und Antwort beispielsweise, als mehr kann man ja, glaube ich, auch heute nicht machen, als Dialogangebot anbietet. Unser Social Media Newsroom heißt so, weil er all unsere Kanäle, neudeutsch auch die Medien, zusammenführt auf einer Oberfläche. Dort kann sich jeder sein Menü quasi selbst auswählen. Herausforderung in heutiger Zeit mit all den vielen Medienkanälen ist, glaube ich, den genau passenden zu finden. Und dieses genau passende wird für mich immer schwieriger. Ich glaube, es kommt auf den Mix an. Und wenn ich mir heute betrachte, welche Versuche wir gemacht haben, so gibt es einige Netzwerke, die sich gar nicht dafür eignen. Die Aussage ist, da abholen, wo sie sich am wohlsten fühlen. Dann klappt das auch sofort mit der Kommunikation. Und nicht nur Kommunikation, dann ist auch sofort ein Dialog da.